Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu Vom Bettler zum Bonzen. Der Serie, in der ich in GTA Online frisch von Anfang an starte mit Level 1 und 0 Dollar. Und mir dann all die schönen Dinge, die Los Santos so zu bieten hat, erarbeiten werde. Also seid sehr gerne dabei und kommt mit auf die Reise. Let's go. Wichtig natürlich zu erwähnen, ich zocke das Ganze auf der PS5, also habe ich auch den Career Builder, der mir 4 Millionen zur Verfügung stellt, um gut in GTA Online reinzustarten. Mit der Kombination, die ich verwende, komme ich aber auf genau 0 Dollar raus. Genau die Kombination haben wir zum Beispiel auch bei den Prep Games verwendet. Grüße gehen raus an Justus und Jens an der Stelle. Damit habe ich dann ein CEO-Büro mit Waffenschrank, ein kleines Lagerhaus, den Ines Windsor Drop, ein paar Minen, Rohrbomben und einen Dolch, und ich denke, da könnte man deutlich bessere Optionen wählen, aber ich wollte versuchen, möglichst mit in Anführungsstrichen schlechtem Zeug zu starten und eben auf jeden Fall mit 0 Dollar auf der Bank. So habe ich alles verbraucht, was das Budget angeht, und habe nicht noch was übrig, damit auch die Leute zum Beispiel auf der Origin das Ganze noch ein bisschen besser nachvollziehen können und auch theoretisch nachmachen können. Ich denke, so ist das eine gute Lösung, mit der ich nicht mega die Vorteile habe, aber eben doch wenigstens zum Beispiel ein kleines Lagerhaus, mit dem ich theoretisch arbeiten könnte. Das nur schnell als Hinweis, Freunde. Ich denke, ihr versteht, worum es mir geht. Und jetzt würde ich sagen, starten wir rein. Auch Freunde, und somit würde ich sagen, herzlich willkommen zu der ersten Folge von meiner ersten und auch neuen Serie vom Bettler zum Bonzen, Digga. Ja, Freunde, geil. Wirklich. Ich habe keine Ahnung, wie das wird, ob das irgendwie ankommt, ob sich das irgendjemand reinpfeifen will, ob es irgendwie Spaß macht oder auch nicht. Ich glaube, es könnte alles eine sehr, sehr spaßige Aktion werden. Ja, Freunde, was soll ich sagen? Ich hoffe, dass die Setup hier ganz gut ist, dass es euch nicht wundert. Ich habe hier das Mikrofon, wie ihr seht, direkt vor meiner Fresse. Einfach, weil ich damit garantieren will, dass der Sound halbwegs adäquat ist, wenn ich hier auch vielleicht während dem Zocken manchmal ein bisschen leiser werde. Ich habe auf diesem Channel hier noch nie irgendwie Live-Gameplay gemacht. Lüge. Herzlich willkommen. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Wer auch immer gerade hier zuschaut, wenn überhaupt jemand zuschaut. Wenn ich jetzt nicht streame, sage ich mal, sind alle meine Videos geskriptet im wahrsten Sinne des Wortes. Wir sind jetzt hier in die Einleitungssitzung gespawnt. Was ist das Ziel dieser Serie? Ja, ich denke, es ist eigentlich ganz simpel. Ich versuche einfach, so viel Geld wie möglich zu machen. Einfach ein bisschen klassisches GTA-Gezocke mal wieder. Mit dem Kommentieren und nebenher spielen tue ich mich jetzt schon sehr schwer. Ich glaube, es könnte richtig katastrophal werden. Ich mache jetzt hier, wie ihr seht, erstmal das Tutorial, Freunde. Ich habe hier diesen schicken Windsor Drop mir ausgesucht. Habt ihr am Anfang gesehen, als ich das Ganze kurz erklärt habe. Ich bin hier mit 0 Dollar reingestartet, habe dieses eine Büro genommen, ein kleines Lagerhaus, ein dummes Auto, was völlig unpraktisch ist, und noch ein paar Waffen, die irgendwie nicht so praktisch sind, zumindest nicht für den Anfang. Einfach, dass das Ganze hier ein bisschen relatable ist und wir auch wirklich von relativ null starten. Wir das natürlich schon auch verwenden können, das CEO-Büro und auch das Lagerhaus, aber ich wollte jetzt hier nicht komplett mit dem stressigsten, besten, perfekt optimiertesten Zeug reinstarten, sondern einfach ein bisschen entspannt. Ihr wisst ja, wie es läuft. Und wir gucken einfach mal, was wird. Was wird? Wichtig natürlich auch, Freunde, wenn ihr Anmerkungen habt oder irgendwie sagt, mach mal das, ey, du hast das vergessen. Dafür ist diese Serie natürlich auch da, zumindest ist sie so gedacht. Keine Ahnung, wie lange wir letztendlich brauchen, ob das Ganze überhaupt gut ankommt oder wie auch immer. Aber wenn euch was auf dem Herzen liegt, lasst es mich wissen. Das Coole ist ja, ich kann hier von Folge zu Folge mich hoffentlich verbessern, aber auch einfach neue Sachen annehmen, Tipps entdecken, coole Sachen angehen, die ihr sagt, hey, mach mal das nächste Folge. Why not, Alter? So, jetzt machen wir doch erstmal dieses Tutorial hier zu Ende. Scheiß drauf, Digga. Das Witzige ist, das erkenne ich jetzt noch wieder, weil ich ja bei Prep Games erst neulich wieder mir einen neuen Account gemacht habe. Also weiß ich schon so grob, was... Ach du heilige Scheiße, Digga, steh auf, bitte. Na, zum Glück haben wir eine Rohrbombe hier. Das war eigentlich relativ simpel, Digga. Yippie. So, meine Damen und Herren. Und wenn, dann riden wir auch in Style. Klassisches Viertürer Cabrio. Wer kennt's denn nicht, Freunde? Also die Karre bockt wirklich so gar nicht. Schließen wir erstmal das Tutorial hier ab. Dann ist natürlich für die heutige Folge das Ziel, die ersten Dollar zu machen. Vielleicht sich noch ein freshes Outfit anzuziehen. Ein bisschen gucken, dass wir hier auch fresh und clean durch die Gegend steppen. Ich habe leider es nicht hingekriegt, mich mit dem Social Club zu verbinden. Da war die ganze Zeit irgendein Fehler auf der Webseite. Also Kuss Rockstar an der Stelle. Ich werde auf jeden Fall gucken, das schnellst wie möglich nachzuholen, damit wir auch in dieser Serie natürlich die Schatzsuchen machen können. Dafür braucht man natürlich die Verknüpfung zum Social Club. Ohne das geht's nicht. Wir wollen hier natürlich auch den Fokus aufs Geld legen. So, let's get it. Thanks, dude. Während die Alte mich hier vorlabert, kurz einen Schluck von meinem Super Innocent Smoothie. Hey Innocent, falls ihr ein Product Placement wollt, gerne melden. Okidoki. Ja, ich sehe noch ziemlich abgefuckt aus, muss ich sagen. Ach, ich habe euch ja noch gar nicht vorgestellt, by the way, wer hier letztendlich mit uns das Vergnügen hat. Und zwar ist es der gute, legendäre Apo Stretch, Digga. Digga, es heißt immer noch Red. Komm als Maul, Apo. Wir nennen den ganzen Lachs einfach mal auf entspannte Reno. Die Stretch Limited. Alter, nice, dude. Dann holen wir doch mal die kleine Kiste hier. Und wenn wir die Kiste ins Lager eingelagert haben, dann haben wir das Tutorial auch schon geschafft. Und dann kann es auch losgehen mit Geld machen. Der hat echt chillige Traktion, der Wagen. Es ist immer das Gleiche. Schon seit ich 2013 zum allerersten Mal dieses Drecksgame gespielt habe. Auf dieser Geraden könnt ihr davon ausgehen, dass wenn vor euch ein Auto auf irgendeiner Spur fährt, dass es irgendwie so programmiert ist, dass es immer kurz bevor ihr ankommt, nochmal die Seite wechselt. Das ist einfach so. Genau. Ich bin auch noch so blöd und fall jedes Mal drauf rein, hey. Alrighty. Good.
Sehr gut. So, damit hätten wir jetzt, glaube ich, auch das Tutorial abgeschlossen. Wir sind jetzt für Level 5. Wir haben schon 36.000 an Ware hier drin. Und wir haben auf der Bank 10.000 Dollar. Ich glaube fast. Ich glaube, das Cleverste wäre einfach schon mal die Dame hier loszuschicken. Einfach direkt in der allerersten Folge wird hier schon passives Einkommen generiert, Freunde. Ich gehe auf jeden Fall das allererste Mal natürlich in eine Invite-Only-Lobby. Lasst mich gerne wissen, ob ihr irgendwie so zukünftig, wenn hier mal Verkaufsmissionen stattfinden oder so, die dann immer in öffentlichen Lobbys machen muss oder sowas. Irgendwas, dass das Ganze auch spaßig und interessant bleibt. Dieses Video wird euch mal wieder präsentiert von MyPC. Auf mypc.de findet ihr perfekt konfigurierte Gaming-PCs zu richtig guten Preisen. Ausschließlich mit Markenkomponenten bestückt und mit super schnellem Service. Und ganz wichtig, Freunde, wenn ihr bei der Konfiguration noch eine Windows-Version auswählt, könnt ihr mit dem Code EASYSTRETCHER saftige 50% auf eure ausgewählte Windows-Vollversion sparen. Denn G steht für Gönn. Ja, Mann, so ist es, Marcel. Den Link zu MyPC findet ihr oben in der Videobeschreibung oder auch im angepinnten Kommentar. Oder ihr gebt einfach mypc.de in die Suchleiste eures Browsers ein. Also tut euch und mir den Gefallen und schaut da sehr gerne bei Interesse vorbei. Kuss geht raus und weiter geht's mit dem Video. Wir sind in der Invite-Only-Lobby. Wir haben unser Tutorial abgeschlossen. Wir haben schon Vorräte auf dem Weg bestellt. Unsere Mitarbeiterin ist schon unterwegs und holt die erste Kiste. Bevor wir hier irgendwas gemacht haben, wird hier schon passives Einkommen generiert. Ihr wisst, wie es läuft, Freunde. Wir sind nicht umsonst beim Stretcher auf dem Channel. Dann hätte ich gesagt, gehen wir doch als allererstes Mal natürlich die ersten Dollaris im Laden ausrauben, Alter. Charlie, nerv mich nicht, Digga. Ich brauch Kohle. Los, her damit. Na, wie sieht's aus? Rosa. Dankeschön. Scheiß Ernst, Junge. Alter. Wie dumm kannst du sein, Bro? Ich wollte dir nur einen Taui klauen und jetzt... Na, scheiß drauf. Selber schuld. Gut, ich hoffe mal, dass der Heli uns nicht findet. Jawohl, Alter. Der Profiflüchter, so ein Ding. Wir werden jetzt auf jeden Fall schnell noch kurz ins Diamond Casino gehen, um uns da eine Mitgliedschaft zu holen, damit wir auch immer am Glücksrad drehen können, wenn wir mal dran denken. Ah, grüß dich. Ja, das ist mitunter die schlimmste Cutscene, die es gibt im ganzen Spiel. So, wir haben es auch geschafft mit der ewigen Cutscene. So, direkt mal ans Lucky Wheel, Alter. Scheinbar nicht, Mann. Ey, nee, oder? Komm mal, bitte 5k wenigstens. Da werde ich mich nicht beschweren. Alles in Ordnung. Dann holen wir uns noch den Tagesbonus, Freunde. Hier wird jeder Taui mitgenommen, natürlich. So, kurz ein Taui gemacht. Das ist hier Grinden auf ganz hohem Niveau, Freunde. Schnappen uns jetzt auf jeden Fall noch ein Auto, das wir kurz verkaufen. So, Kollege, ich hätte gern deine Karre. Danke, mein Lieber. Ja, entspannte 9k. Die kann ich auf jeden Fall gut gebrauchen aktuell. Dann haben wir nämlich auch schon einiges an Kohle. Ist nicht die Welt, aber das ist okay. Also ich werde jetzt auf jeden Fall schnell noch das Stash-Haus machen. Dann werde ich noch G's Paket suchen. Und dann werde ich mich zu Hao seinem Auto begeben. Und dann sollten wir eigentlich schleunigst anfangen, auch Ron seine Mission hier zu starten. Also das Drug Wars DLC, die erste und letzte Dosis-Mission durchzuspielen. Um schnellstmöglich einfach auch dann wirklich mal Kohle zu machen. Ja. Her mit dem R8. Und da es nicht mein eigener ist, kann ich auf jeden Fall auch das Cabrio-Dach aufmachen. Ist ja scheißegal, ob es reinregnet, oder? Yes. Ey, immer noch einer der geilsten Wagen, Alter. Ich liebe den so. So, habe ich überhaupt genügend Waffen? Ja, wird schon passen. Rein in den Lachs. 28. März 98. Let's go. 98. Let's get it. Bitte helfen Sie mir. Okay. Wahrscheinlich steht jetzt meine Karre gar nicht mehr hier oben, obwohl ich sie genau da hab stehen lassen. Ja, war ja klar, Digga. Rein in den G und dann nichts wie weg hier. Don't call my name, don't call my name, Alejandro. Oh yes, da vorne sehe ich doch was. Nice, 30.000. Hier, mein Freund. Wenn wir hier schon rumfahren in der ersten Folge, dann fahren wir auch verdammt nochmal in Style rum. 30.000 bekommen. Und hiermit, Freunde, ich werde öfters mal gefragt, was ist das beste Auto in GTA Online. Hier ist es. Oder willst du wirklich aufs Maul? Alter, willst du... Oh mein Gott. Kleiner... Ha? Großer? Ist was? Wegen dir ist die Tür abgegangen. So, ich präsentiere den Grotti Carbonizzare. Das beste Auto in GTA Online. Guckt euch das mal an. Oh, dieser Sound. Die schärfsten Mädchen in Los Santos gibt's in Vanilla Unicorn. Da werden Frauen seit 1984 zu Objekten. Herrlich, Mann. Wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal ein bisschen Kohle. Und ich hätte gesagt, bevor wir hier direkt weitermachen mit dem Geld grinden, denn das werden wir noch ganz oft und zu Genüge betreiben in den folgenden Folgen, schauen wir erstmal, dass wir halbwegs fresh aussehen. Und ich glaube, die meisten Leute können sich auch schon denken, wie ich mich hier etwa kleiden werde. Wir brauchen auf jeden Fall Hemden. Freunde, ich glaube, das können wir nicht bringen. Da gibt es nur einen einzigen Charakter, der das Hemd trägt. Aber ich glaube fast, wenn wir schon nicht das Hemd machen, sollten wir auf jeden Fall dieses Hemd hier betreiben. Lockeres Künstlerhemd, rein da. Wo gibt's Hosen? Wo gibt's Hosen? Was haben wir hier für fresche Jeans? Mark Eggers, Digga. Schwarze, lockere Jeans. Das sieht eigentlich ganz chillig aus. So, auf jeden Fall ein deutlich besserer Fit, würde ich schon mal sagen. Jetzt müssen wir nur noch diese komische Frisur loswerden. Was geht denn? Machen wir einen Edgar mit viel Struktur. Alter. Ich sag's euch ehrlich, liebe Leute. Der wird's sein. Let's go. Junge, ist das geil. Jetzt suchen wir nur noch schnell G's Paket. So, bevor mich der hier noch weiterhin ablenkt. Störsender zerstört. $2000. What the fuck? Wo ist das Paket, Mann? Alter, bin ich irgendwie komplett gelähmt, Junge? Ah,
Da ist es doch. Schnell weg hier. Jetzt haben wir schon mal 50.000, Mann. So, dann fahren wir jetzt noch schnell zu Hau. Okay, da sind wir auch schon. Ja gut, danke, lieber Carbonizare, fürs Fahren. Es war auf jeden Fall eine schöne Zeit. Kuss. Junge, Junge. Ah. Ach, Mann. Oh, nee, ne. Oh. Also wir machen auf jeden Fall dieses HSW-Special-Work-Rennen einfach mal so, dass wir das hinter uns haben. Man muss es, glaube ich, gar nicht mehr machen, um HSW-Upgrades freizuschalten. Aber ich weiß nicht, ob es nur damit geht. Ich bin wirklich sehr schlecht informiert, was das ganze HSW-Dings angeht. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass man das erste HSW-Upgrade gratis bekommt. Könnte nützlich sein fürs spätere Geld machen, in was Zeitrennen etc. angeht. Genau, deswegen machen wir das einfach mal. Dann haben wir das abgehakt. Oh Mann, come on. Junge, 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 wie kann ein Auto eigentlich rutschen, bitte? Das ist ja geisteskrank. Aber macht doch nichts, Freunde, wir haben es jetzt ja hier geschafft. Zack, rein in den Lachs. Ammunition. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall eine Waffe, weil wir uns ja noch der erste Dosis-Missionsreihe widmen wollen. Guns for fun. Rein da. Das hört sich doch gut an. Spezialkarabiner holen wir uns. Wir sind jetzt ausgerüstet für Missionen damit. Größtes Magazin schadet nicht. Komm, nehmen wir mal noch mit, so viel wie geht. Auf geht's dahin. Nice. Unsere Angestellte hat uns jetzt gerade 2 Kisten zurückgebracht für 7.500 Euro Investition. Nicht schlecht, dann haben wir schon 5 Kisten in unserem Lager. So, Freunde, wir sind jetzt hier in Sandy Shores angekommen beim R für Ron, denn hier legen wir los mit der ersten erste Dosis Mission. Und wir starten jetzt hier die sogenannte erste Dosis Missionsreihe. Es heißt immer noch Red, Digga. Stressig auf jeden Fall die ganze Sache hier. They know you were wavy like that. Through the wire. What the fuck, Digga? Okay, sehr gut. Kuss. So, dann schnappen wir uns doch mal das Motorrad, wollte ich schon sagen. Das Wohnmobil. So, jetzt müssen wir das Ding nur noch wegbringen und dann geht's ab. Dancing in the moonlight, everybody's Das kann doch wohl nicht wahr, Steiner. Oh, bitte, hau doch ab, Junge. You stupid. Oh mein Gott. Ich werf Annäherungsminen, weil mir langweilig ist und fahr selber drüber. Das läuft schon mal wie geschmiert. Digga. Ah, scheiß drauf. Scheiß drauf, lass nicht drüber reden. Lass einfach nicht drüber reden. Dann machen wir es eben nochmal. Okay. Wir haben es tatsächlich doch noch geschafft, den Wohnwagen abzuliefern. So, und das ist nämlich das Coole jetzt. Wir kriegen $10.000 auf jeden Fall. Und wir sollten eigentlich auch $50.000 Bonus bekommen dafür, dass wir die Mission das erste Mal durchspielen. Schauen wir nochmal, ob das noch wohl stimmt. 50.000 noch oben drauf, jawollo. Und bei der letzten dieser Mission kriegen wir dann nochmal $250.000 Bonus, wenn ich mich richtig erinnere. Somit haben wir auf jeden Fall, wenn wir die erste Dosis Missionsreihe durchspielen, direkt eine halbe Mio. Und das ist schon mal was. Sollten uns eigentlich Dex gleich anrufen und uns anbieten, dass wir auch seine Fooligan-Jobs machen können. Da machen wir auch nämlich gleich auch nochmal einen, denn die brauchen wir ja 10 Stück davon, um, wenn wir das LSD-Labor gescheit betreiben wollen, da das Ausrüstungs-Upgrade kaufen zu können. Damit ihr wisst, wieso ich überhaupt das mache, was ich mache. Aha. This might just be the start of something. Start of something new. Okay, Dex. Hey, dann zeig doch mal her, Großer. La Mefa. Schauen wir doch mal, was uns da erwartet. Verseuche das Wasser. Süß. Schnell. Oh, ich hasse es. Ich hasse es wirklich so sehr. Ich hasse es so sehr. Ey, Mann, ey, es fuckt so ab, Mann. Es ist so nervig, Mann. Der. Ich check auch nicht, was die Lösung ist. Wenn irgendjemand von euch weiß, wie man die Mission schneller abschließt oder Erfolge abschließt, bitte sagt's mir, Alter. Aber 50k. Entschuldigung. Tut mir leid, ich muss zur nächsten Mission, pardon. So, weiter geht's. Nächste Mission. Das Job. Erste Dosis 2, einer muss ja fahren, ne? Das ist ja immer das. Ich glaube fast, dass der sich geiler fahren lässt als meine Schrottkarre. Ah, chillig, Digga. Ah, mir fehlt ein Vorderrad, deswegen habe ich so ein schlechtes Handling. Ich habe mich schon gewundert. Einfach Kajo, Digga. Geil. Jungs, Marihuana, 33%. Kriegen wir die Beutetaschen voll? Ich weiß nicht. Einmal Rohbombe geht noch. 14.000. Not bad. Und dann kriegen wir nochmal 50k obendrauf. Das läuft doch wie am Schnürchen. Let's go. So, weiter geht's direkt. Also,
Ab geht's nach Step City. Okay, also sieht so aus, als hätten wir das ganze Lager hier wieder komplett kaputt gemacht. Wäre die Mission irgendwie stressiger in Erinnerung. Zum Glück habe ich noch ein paar Motorräder übrig gelassen, mit denen ich jetzt nicht fahren kann. Perfekt. Ah, chillig. Ach Junge, die stehen doch hier rum. Für sowas liebe ich Rockstar einfach. So, cringe, wer hier nicht den Sprung macht. Let's go! Oh, damn. Ah, chillig am Klettern. Okidoki. Stiehl den Dodo. Dodo, Digga. So, dann landen wir das Ding einfach mal ganz entspannt. Reno hier unten. Ich glaube, so in Real Life sieht das auch ähnlich aus. So, 250.000 Dollar haben wir auf jeden Fall geknackt, Freunde. Sehr gut. Da wir eh halbwegs hier in der Nähe sind, würde ich jetzt vielleicht erst kurz, bevor wir weitermachen mit, der nächsten Fooligan-Mission, beziehungsweise der erste Dosis-Mission, gehe ich ganz schnell in mein Lagerhaus. Denn die Mitarbeiterin von vorhin ist ja schon längst zurück und hat schon längst Kisten wieder eingelagert. Das heißt, die schicken wir einfach nochmal los. Wir haben genügend Geld, wir können uns das easy leisten. Profit machen wir damit auf jeden Fall. Also, why not? Danke. So, wir könnten nämlich das jetzt schon verkaufen für 65.000, diese 5 Kisten. Nicht schlecht. So, da der Insasse dieses wunderschönen Carbonizares ja jetzt eh schon tot ist, können wir eigentlich auch sein Auto nehmen. Oder die Dame wohl eher. Entschuldigen Sie, meine werte Dame, aber... Geiler Wagen, Mann. Alter, dieser Sound. Wirklich, ich kann es nicht oft genug betonen. Geil. Keine macht den Drogen, liebe Leute, an der Stelle schon mal. Alter, Mann, ich weiß auch nicht, was hier abgeht, aber das ist geisteskrank aktuell. Es ist so am Arsch. Es ist so am Arsch. Alter, ich finde die Mission so nervig. Aber da muss man durch, Leute. Ich sag's euch, wie es ist. Wäre trotzdem bester Anfang. 14 Racks. Dann gibt's wieder 50.000 Bonus obendrauf. Wäre so groß nicht laufe. Wäre jetzt eigentlich auch ein richtiger Zeitpunkt, mal wieder noch kurz einen Fooligan-Job zwischendurch zu fetzen. Erst 2 Minuten wieder möglich. Okay. Make war not love. Einfach Jax Teller auf Wish. Ah. Alter, das ist ja mal ein chilliger Flamingo hier, Mann. Ey, Leute, Mann. Digga, wie geil sieht der denn aus? Als ob der hier einfach so rumsteht. Ist der mal, Mann? Ich guck mir gerade ein Auto an. Hä? Ist das normal? Digga, Junge, ist das krank. Piss dich. Nein, meine Karre. Wenn die Karre jetzt weg ist, raste ich aus. Meine Karre ist noch da. Yippie. Oh. Lol, warum brenne ich? Wo ist meine Karre? Nein, meine Karre. Ey, ihr Wichser. Ihr dreckigen Halunken. Ich werde dich rächen. Eines Tages werde ich dich rächen. Eines Tages werde ich mich rächen. 20.000? Yeah. Not bad. So, was haben wir? 380.000. Also, dann machen wir doch mal ganz einfach den hier. Gehen wir zurück zum Freak Shop und weiter geht's. So, letzte Kiste geöffnet und wir haben den Chemikalien-Scheiß. Grüße gehen raus an alle Chemikalien-Sager. So, was ist jetzt denn los, hä? Ui. So, das könnte jetzt ein bisschen stressig werden, aber gut, wir kriegen das schon hin irgendwie. Oh Mann, jetzt habe ich da eine Annäherungsmine hinplatziert. Junge, oh, SOP, SOP. Oh, die sind so OP, diese scheiß Helis. Ich bin in meine eigene Annäherungsmine reingerannt. Oh mein Gott, es ist so dumm, es ist so dumm. Mann, mach schneller. So, da haben wir auch das letzte Ding. Endlich, Alter. Ja, das wär's, oder? Los, mach hin, Alter. So, wir haben es geschafft. Und... 2 Kisten medizinische Vorräte wurden eingelagert von meiner Mitarbeiterin. Beste Leben. 6 von 6. Erste Dosismission abgeschlossen. 250.000 obendrauf. Wir haben jetzt fast 650.000 Dollar. Das ist schon mal, denke ich, ein Anfang. Fahren wir nochmal schnell. Ah, stimmt. Wir müssen jetzt noch das Labor einrichten. Das machen wir noch. Nämlich das LSD-Labor einrichten. Dann können wir das auch machen. Dem werden wir uns zwar nicht direkt widmen, aber das kommt auf jeden Fall relativ früh, dass wir uns das LSD-Labor angucken. Dazu natürlich weiterhin schön die Folgen verfolgen dieser wunderschönen Serie. Deswegen, falls ihr es noch nicht getan habt, an der Stelle abonnieren, damit ihr keine wunderschönen Folgen der wundervollen Serie vom Bettler zum Bonzen verpasst. Hey, Rosa. Ja. Danke. Also bisher hat sich das echt sehr gelohnt, dass wir die Dame immer losgeschickt haben. Denn wir haben jetzt hier schon einen Verkaufswert von 94.500. Jawohl, das hat noch nie so schnell geklappt, sag ich ehrlich. Wo
Vorbereitung abgeschlossen. Jetzt können wir nämlich hier für $450.000 die Laborrüstung installieren. Das wollen wir noch nicht machen. Das machen wir erst später, Freunde. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt hier mit $640.000. Wir haben die erste Dosis Missionsreihe abgeschlossen. Und das ist, denke ich, ein guter Punkt, um die erste Episode von dieser wunderschönen neuen Serie abzuschließen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Freunde. Ich habe auf jeden Fall Bock auf die neuen Folgen. Ich habe Bock auf das weitere Gegrinde mit euch zusammen so ein bisschen live das Ganze hier zu erleben. Nochmal GTA Online von Start an. Wir gucken einfach mal, wo es uns hinführt. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin geschaut habt. Ich denke, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Lasst mich gerne wissen, falls ihr Änderungswünsche oder Vorschläge habt, etc. pp. Oder irgendwas, gerne raus damit. Und ich hätte gesagt, Monsieur Apo Stretch bedankt sich fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder, wenn es weitergeht mit dem Gegrinde. Ich freue mich auf unsere Reise. Macht's gut.